Hallo Leute und herzlich willkommen zum ersten Zlog im neuen Jahr. Ich war über die Feiertage in Magdeburg, das heißt bei meiner Familie, bei Freunden und ich habe, man könnte sagen, einen Arsch voll Filme geguckt. Daher mache ich das heute auch mal wieder rein als Audioformat, denn so kann ich mir mal ausnahmsweise, denn ich habe mich vorbereitet, die ganzen Daten nebenbei aufrufen, ohne permanent aus der Kamera rauszugucken oder vorher alles auswendig zu lernen, was ich persönlich ziemlich affig gefunden hätte. Und kompliziert und ich hätte bei versagt. Daher, gut. Aber kommen wir erstmal kurz zu Sachen, die den Kanal betreffen. Ich habe, ich glaube, so 7 Videos vorproduziert jetzt für die nächste Zeit. Habe zusätzlich noch ein bisschen Material besorgt, das seitenweise mal weitergehen kann. Ich habe eine Folge Spieleabend aufgenommen. Ich glaube aber, die wird das Licht der Welt nicht erblicken, da sie etwas wirr und nicht so unterhaltsam ist. Ich gucke sie mir nochmal an, vielleicht täusche ich mich auch, aber jetzt so rein das Gefühl, wir kamen alle nicht so richtig in das Spiel rein und es lief auch alles ziemlich blöd. Es wäre zu Munchkin gewesen. Und irgendwie haben wir schon alle Scheiße gezogen, es ist kaum was passiert und es gab viele Nachfragen und ich glaube, das ist einfach, selbst für meine Verhältnisse, unideal. Ansonsten, ich habe Yakuza mal weitergespielt, wodurch wahrscheinlich bald das Special mal weitergehen wird nach dreiviertel Jahr, was mir eigentlich persönlich selber peinlich ist. Und ja. Zu Videospielen, weil das geht kürzer, definitiv. Und daher handle ich das einfach mal schnell ab. Ich habe Pokémon bis zu den Credits durchgespielt. Ich werde mich noch ein bisschen ransetzen, die Ultra-Bestien fangen. Vielleicht ein, zwei Sachen in diesen Tower, Duellturm, Duellbaum heißt es hier, glaube ich, machen. Und ja, ich werde den Pokédex nicht vervollständigen. Das habe ich dann doch gelassen, auch wenn ich sehr, sehr viel gefangen habe, verhältnismäßig gesehen, also so für mich. Und ja, es ist ein guter Teil, es ist ein sehr guter Teil, er ist sehr anders. Ich habe das Gefühl, oder ich habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, dass man Pokémon aus anderen Editionen, aus alten Editionen reintauscht, hochtauscht. Denn der Pokédex bei meinem Kumpel ist zu fast 100% gefüllt und das sind aber nur die, die es in dem Spiel gibt. Ich weiß nicht, ob sich daran noch was ändert, soweit bin ich nicht, das müsste ich mal nachgucken. Aber ich fände es schade. Weil das war bisher, gab bisher immer die Möglichkeit. Und zudem, besonders schade ist, dadurch könnte ich das Teddy-Team, was ich vorhatte, gar nicht komplett haben. Aus 5. Weil es weder Teddy Ursa noch Pete Sneef gibt. Naja. Und ich habe Grand Kingdom gespielt. Das erwähne ich, weil ich werde kein Video zu machen können, weil ich es auf der Vita spiele. Ein Strategiespiel, das von Shunsoft, glaube ich, kommt. Ich weiß nicht genau mehr, wie das Entwicklerteam heißt. Ich wusste, dass ich irgendwas vergesse. Gucken wir doch einfach mal nach. Grand Kingdom. Ich habe mich wahnsinnig verschrieben, aber es ist da. Entwickler Spike Shunsoft, das sind die Leute, die auch hinter Danganronpa stehen. Monochrome Corp. Und Monoquo ist dann wahrscheinlich, also das wird wahrscheinlich der direkte Entwickler sein. Haben die noch was anderes gemacht? Ich entdecke jetzt gerade erstmal nur Grand Kingdom. Dann schätze ich mal, das wird das Studio sein, was da direkt hintersteht. Spike Shunsoft haben das mitentwickelt und herausgegeben wurde es von NES, also Nippon Ishii Software und NES America. Und wie gesagt, Strategierollenspiel gibt es auf der Vita, auf der PS4. Ich habe gerade irgendwas vom PC gelesen, aber ich glaube, das stimmt. Nee, da PlayStation 4, PlayStation Vita. Ich wollte gerade sagen, es gab wohl Leute, die gehofft haben, dass ein PC-Port kommt. Und es nutzt Online-Elemente. Was ganz interessant ist, man spielt eine Söldnergruppe, die in einer großen Gilde aufgenommen wird am Anfang des Spiels. Es gibt Story-Missionen, die man machen kann. Und es gibt allerdings auch nebenbei einen riesen Arsch voll Subsysteme. Das eine sind halt normale Nebenquests, dann gibt es noch so Versus-Quests, wo man gegen
die Einheiten anderer Spieler antritt, diese Spieler aber nicht teilnehmen. So habe ich es jetzt verstanden. Und zusätzlich, es gibt noch die Kriege. Es gibt 4 Nationen, denen kann man sich anschließen. Im Moment ist Viljarat oder so relativ weit oben. Die haben so ungefähr 70% dieser Karte. Und je nachdem, wie viel Unterstützung die durch die Spieler haben und wie stark deren Einheiten sind und wie aktiv die sich denn selber daran beteiligen, wechselt das, welches Gebiet wem gehört und wer wie viel Einfluss hat, wie viel Waren man kriegt und dergleichen. Man hat eine Art großes Brett, wo man von einem Punkt zum anderen geht. Dort gibt es Fallen, es gibt Gegner, es gibt Katapulte, auf die man achten muss und dergleichen. Und wenn man auf Gegner trifft, muss man kämpfen. Man hat 3 Reihen und man steuert die Charaktere recht aktiv. Es ist so ein System, wie es zum Beispiel auch Valkyria Chronicles hat, bloß in 2D mit diesen Reihen. Also am ehesten vergleichbar noch mit Agarest. Bloß besser. Man hat sehr viele verschiedene Klassen von Paladin, die jetzt auch nur ein Speere statt Hämmer oder Schwerter haben. Hexer, Hexen, Magier, Bogenschützen, Diebe, Beschwörer, die solche riesigen Drachen reiten und so weiter und so fort ist. Und man kann sich ein aktives System drauflegen, man kann sich die verschiedenen Moves drauflegen, Sachen, um andere zu stärken und so weiter. Das ist ziemlich, ziemlich cool, sehr, sehr umfangreich. Ein toller Artstyle und die Story ist bis jetzt auch völlig in Ordnung. In sich sehr, so gerade Bosskämpfe und ich bin mal gespannt. Ich bin nicht so weit drin. Ja, ich habe, was weiß ich, 12 Stunden gespielt, aber habe, glaube ich, erst die 5. oder 6. Story-Mission. Weil man viel, viel grindet und viel Zeug sucht und Einheiten hochlevelt, wenn man mit denen eigentlich nicht zufrieden ist und so weiter. Und ich habe viele der Elemente noch gar nicht sehen können, weil ich noch nicht mit keiner Einheit Level 20 bin, wo man nochmal ein paar zusätzliche Sachen anscheinend kriegt und man kriegt auch mehr, wenn man sein eigenes Gildenlevel erhöht. Jo. Söldner, Gilden, nee, doch Gildenlevel heißt es, glaube ich. Aber wie gesagt, ist zurzeit noch in einem Sale im PSN auf der PS4 20, auf der Vita 15. Kann ich empfehlen. Kann ich definitiv empfehlen. Ist sehr cool, ist sehr anders als die anderen Strategie-Rollenspiele, die ich so gespielt habe bisher, oder Taktik-RPGs, oder wie man die auch immer nennen will. Wie gesagt, empfehlenswert, wenn man das Genre mag und sich von dem und der Stil einen überzeugen kann. Okay. Ja, was ich ansonsten gespielt habe, werdet ihr in den nächsten Wochen sehen, denn ich habe die meisten Sachen nur angespielt. Und dann maximal ein bisschen weiter und daran hat sich mein Eindruck jetzt nicht so groß verändert, aber mir gefallen hat einige der Spiele ziemlich gut. Kommen wir nun zu Filmen und Serien. Ja, stimmt, mache ich am besten die Serien erstmal weg. Ich habe Record of Lodoss War gesehen. Ja, die kannte ich schon. Die kannte ich schon relativ lange. Es ist aber ewig her, dass ich die gesehen habe und sie wurde vor kurzem auf Blu-ray neu veröffentlicht. Zum ersten Mal. Und das heißt, man hat. Und es gibt eine zurzeit nur Special Edition, keine normale, habe ich. Ich habe zumindest keine gesehen, in der ein großes Booklet drin ist mit alten Cover Arts von den Videobändern. Ja, so alt ist die Serie nämlich, dass es noch Videobänder gab. Und den DVD-Varianten dann und so weiter und im hinten dran noch einige Werbebilder aus Zeitschriften und so weiter, die teilweise auch, wo auch erklärt wird, warum dort zum Beispiel auch ein Hund zu sehen ist, den es gar nicht gibt in der Serie und dergleichen und ein paar Entwickler-Interviews, die ich mir noch nicht durchgelesen habe. Was ist Record of Lodoss War? Record of Lodoss War ist ein Anime von 1990 und ich glaube in Japan sogar 1989. Also international 1990. Und es ist quasi der Klischee-Fantasy-Pot. Also man hat eine Insel, die entstanden ist, als sich Götter miteinander Krieg führten. Und auf dieser Insel, die Lodoss heißt, die auch anscheinend riesig groß ist, weil es gibt mehrere Königreiche darauf, das wird nie so genau in der Reihe erklärt, gibt es von einer weiteren Kleininsel in der Nähe, wo sowas wie
Goblins, Gargoyles, Oger und dergleichen leben. Und auch ein paar Menschen, die diese anführen. Bemühungen, die Insel zu erobern. Dabei trifft man, dabei fällt einer der ersten Angriffe auf ein kleines Dorf, in dem der junge Parn lebt, dessen Freund Ito, ein Priester der Licht- und Lebensgöttin, vor kurzem von seiner Reise zurückgekehrt ist, sowie sich der kurzen der Magier Slain dorthin begeben hat und sein alter Freund Gim, ein Zwerg, ja, ein Zwerg namens Gim, der mit einer Axt daherkommt und sich ständig mit einer Elfe streitet. Der oft die offensichtlichste Anspielung, die ich je erlebt habe, aber ein sehr toller Charakter. Sich dorthin begibt, um eventuell mit ihm auf Reisen zu gehen, um seine Tochter zu finden. Und dort gewarnt werden sie von der Elfe Dietlit, die dann meistens Dido genannt wird, die sich dort zufällig auffällt und anscheinend auch die einzige Lichtelfe in der ganzen Reihe ist. Sie ziehen so lang los, sie kommen zu einer Festung, während Gim Pan trainiert, der nun ja nur ein Junge ist, der noch die alte Rüstung, das alte Schwert seines Vaters hat, und befreien in dieser Festung während eines Angriffs den die Woodchuck, damit die Gruppe auch komplett ist und man bis auf den Bogenschützen, es gibt keinen Bogenschützen, die wirklich Klischee-Fantasy-Truppe schlechthin da hat. Und es geht dann weiter, dass man eine Hexe sucht, die damit in Verbindung steht, dass versucht wird, diese Leute aufzuhalten, dass sie zu verbünden, sich mit dem größten Königreich der Insel verbünden und für sie diese Aufgabe übernehmen. Und es entwickelt sich eigentlich ein sehr schöner Plot. Der ist 13 Folgen? 13 Folgen lang? Hier oben steht 16. Das lässt sich doch sich herausfinden. Oder heißt das ab 16? Steht hier irgendwo, wie viele Folgen das hat? 13 Episoden, genau. Ist nur 13 Episoden lang, wodurch einige Szenen sehr hektisch sind und zu kurz kommen, einige Plot-Elemente dadurch definitiv nicht genug Zeit bekommen und man und einige Zeitsprünge drin sind, die etwas verwirrend sein können. Aber es ist trotzdem eine der bestgemachten Serien, vor allem aus der Zeit. Es ist sehr oldschool, es sind viele Klischees drinne, die aber ganz bewusst genutzt werden. Was man kritisieren kann, klar, als einzige Frau in der Gruppe ist die Elfe Dietlit am Anfang sehr stark, sehr selbstbewusst. Sie weiß, was sie will und sie will anscheinend paaren. Und hat dann halt aber auch so Elemente, das sind ein bisschen rumzickt und im Laufe der Zeit wird sie leider immer passiver und das ist schade. Das ist einfach schade, weil sie sehr gut anfängt. Das ist wie mit Orion 3000. Wer wissen, wer ist Orion 3000? Ich habe einen Audiokommentar mit Tobias zu diesem Film gemacht. Da trifft das auf den weiblichen Hauptcharakter genauso zu. Aber man hat gute Wendungen, man hat eine recht gute Charakterentwicklung für die Figuren, auch wenn sie bei Parn sehr, sehr schnell geht und man das Gefühl hat, was verpasst zu haben, während sich zum Beispiel Ito eigentlich gar nicht weiterentwickelt, aber der Rest, da sieht man zumindest ein bisschen was und versteht es auch. Und ich kann es empfehlen, ich kann nicht, eventuell nicht empfehlen, es zu kaufen, wenn man es nur mal angucken möchte, weil dafür ist diese Edition einfach viel, viel zu teuer. Aber das haben Animes in Deutschland allgemein so an sich. Aber wie gesagt, empfehlen kann ich es. Und für die Leute, die es damals geguckt haben und mochten, es ist eine gut gemachte Box. Die Videos sind in 4 zu 3, aber die Farben sind aufgebessert. Definitiv. Und der Ton auch. Also, das heißt, wer sich denn daran denn nicht stört, weil es gibt ja viele, die dann, das sind ja schwarze Balken an den Seiten, das ist ja scheiße. Wer dieses Problem nicht hat, so wie ich, der wird damit nicht viel falsch machen. Kommen wir zur zweiten Serie, die ich geguckt habe, die ich auch sehr, sehr genossen habe, nämlich Trollhunters von DreamWorks, eine für Netflix entwickelte DreamWorks Animationsserie von Guillermo del Toro über den jungen Jim Lake Jr., der ein Amulett findet,
wodurch er in den Trolljäger, zum Trolljäger ausgerufen wird. Einem mystischen Krieger, der dafür da ist, die Stadt Trollmark zu beschützen. Das ist normalerweise immer ein Troll, in dem vertrifft es einen Menschen, wodurch es natürlich viele Probleme gibt. Und zusammen mit seinem kleinen Freund Toby und zwei Trollen namens Ark und Mr. Blinky, was schon die geilsten Namen der Welt sind, trainiert er, stellt sich diesen Aufgaben und wird natürlich immer besser, sammelt alte Kristalle, wodurch er neue Fähigkeiten bekommt. Das Ganze ist sehr dramatisch, sehr schön gemacht. Der Stil erinnert mich lustigerweise eher an Big Hero 6 als an Drachenzähmen leicht gemacht, aber es liegt so genau dazwischen von dem Animationsstil her. Aber das Kreaturendesign ist, wie von man von der Toro eigentlich nicht anders erwarten kann, top. Ich habe es auf Deutsch geguckt, die deutsche Vertonung ist sehr, sehr gut. Also ich kann mich bei keiner Figur groß beschweren, dass der irgendwie blöd rüberkommt. Die Sprüche sind auch in Ordnung. Ich weiß natürlich nicht, wie das Original jetzt ist. Ich habe es mir jetzt nicht zweimal angeguckt. Aber auch die kann ich empfehlen. Alle Leute, die Netflix haben, ist eine schöne Serie, wo man auch mal gut ruhig abends so ein, zwei Folgen gucken kann, ohne dass es irgendwie stört. Und ich habe viel, viel mehr am Tag gesehen davon. Alles klar. Die Punkte sind abgehakt. Kommen wir nun zu den Filmen. Erstmal den größten und wahrscheinlich wichtigsten vorweg. Ich war einmal im Kino und zwar zu Rogue One. Der mich positiv überrascht hat. Ich war ja von dem letzten Star Wars-Film sehr, sehr enttäuscht. Bin ja allgemein nicht der allergrößte Star Wars-Fan. Aber ich hatte hier Spaß. Und auch Tobias hatte Spaß, dem es ja ähnlich ging mit dem letzten. Und auch lustigerweise sind alle Leute, die ich privat, persönlich, also face to face kenne, nicht begeistert von Episode 7 gewesen. Und Leute, mit denen ich zwar viel zu tun habe, wie zum Beispiel den Heroes oder so, sind alle total begeistert gewesen, was ich interessant finde. Und bis auf André aus meiner Warhammer-Runde. Aber das ist eine andere Geschichte. Was ist Rogue One? Es ist die Plot-Hole-Flickung zwischen Episode 3 und 4. Wieso dieser Todesstern eigentlich diesen komischen Fehler hat. Und huhu, der Konstrukteur hat das Ganze nicht mehr so cool gefunden und hat deswegen eine Stelle eingebaut, aber hat sich jahrelang so benommen, als wäre er auf deren Seite. Um das zu bewerkstelligen und hat die Informationen dann einem Piloten zukommen lassen, der dies dann einem extremistischen Rebellen, gespielt von Forest Whitaker, namens Saw Gerrera, nicht Guerrero, wie Eddie Guerrero, hat zukommen lassen. Und diese wurden dann über Jyn Erso, seine eigene Tochter, die von Felicity Jones gespielt wurde, quasi gerettet, aber dabei zerstört. Also sie hat die Informationen, aber der Träger der Informationen wurde zerstört. Und man versucht nun das zu regeln, allerdings hören die Rebellen nicht so drauf. Und da ist einer der coolsten Momente, die ich in den letzten Jahren im Kino gesehen habe, nämlich, es gibt ja diese klischeehaften Ansprachen von, ja, und wir müssen das machen, weil bla 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 bla. Speziell in Snow White and Huntsman ist die richtig scheiße, aber sie funktioniert immer. Hier hält sie auch eine Ansprache. Ja, Rebellion entsteht aus Hoffnung und wir müssen das tun. Und die ist so peinlich, diese Rede, und sie ist so schlecht geschrieben, aber sie passt gleichzeitig zu der Figur, weil da ist einfach keine große Rednerin. Es ist eine ziemlich harte, zurückgezogene Frau, die ein hartes Leben hatte von Kindheit an. Ihr Vater wurde vom Imperium mitgenommen, ihr Lehrmeister war dieser Extremist und sie wurde irgendwann zurückgelassen an irgendeiner Stelle. Und hat sich seitdem durchgeschlagen, war mehrfach im Knast. Also der ging es wirklich nicht so gut und niemand in diesem Rat hörte auf sie. Das war denen allen völlig. Also so, nee, nee, aber trotzdem nicht, tschüss. Wobei es am Ende irgendwie nicht bleibt. Aber das ist eine andere Geschichte.
Man hat, wie gesagt, man hat eine Truppe aus verschiedenen Leuten. Dabei hervorheben möchte ich K2SO, einen umprogrammierten Imperiumsroboter, der von Alan Tudyk gespielt wurde. Und ich hatte mich auf die Rolle gefreut, weil es Alan Tudyk ist und ich seine Art zu spielen mag, auch wenn es nur ein Roboter ist, wie zum Beispiel auch in iRobot, den Sonny, den hat er auch verkörpert. Und es ist aber tatsächlich einer der geilsten Charaktere des ganzen Films. Er ist witzig, er spricht alles aus, was er gerade denkt. Er ist gleichzeitig aber nützlich, womit er sich von C3PO um Welten abhebt, weil das ist der nutzloseste Charakter der ganzen Reihe. Der macht nichts, außer mit R2-D2 zu reden und doof rumzuwackeln. Und er sorgt einfach für ein paar absurde Momente. Das ist großartig. Und auch gefreut hatte ich mich auf Shirod Imwe, gespielt von Donnie Yen, einen Mönch des Jedi-Glaubens. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Tempel hieß. Ist schön, ja. Also so gut vorbereitet bin ich doch nicht. Der mantraartig betet und so weiter und dadurch halt irgendwas hat, auch wenn es keinen Sinn ergibt, dass er und sein Kumpel mitgegangen sind mit dieser Aktion, aber sie sind dabei und sie stören mich nicht, weil sie einfach für coole Szenen sorgen und sie sind irgendwie so mit die tiefsten Charaktere, also so gefühlt die Charaktere, denen man ein bisschen was abgewinnen, also so mehr, von denen man mehr wissen will. Im Gegensatz zum ganzen Rest der Truppe. Der Rest der Truppe interessiert mich eigentlich ziemlich wenig. Ich habe viel Kritik mittlerweile gehört über den Film, dass er sehr chaotisch ist, dass die Charaktermotivationen nicht da sind, dass oder nicht klar werden, dass alles umgeschnitten wurde und dadurch es sehr, sehr aussagenlos bleibt und die Charaktere sehr platt sind. Und ich stimme vielen Sachen dazu, aber ich muss sagen, das trifft auf jeden Star Wars Film zu. Also diese Kritik klingt für mich alles wie, ja, das klingt nach Star Wars. Alles. Ich habe bei den ganzen Filmen oft nicht so, warum machen die das jetzt? Diesen Gedanken habe ich ganz, ganz oft. Und da ist mir das hier lieber, denn ich kann die Skywalkers einfach nicht leiden. Ich weiß, das ist ein komischer Punkt, wenn man einen Star Wars Film guckt, aber ich kann die Skywalkers nicht mehr sehen. Ich finde die unerträglich, diese Familie, weil die einfach der Inbegriff von Gary Stu und Mary Sue sind und einfach da sind und ich mag die Hauptfiguren in den eigentlichen Filmen größtenteils nicht, das habe ich schon mal gesagt. Chewie mag ich, Yoda finde ich okay, aber meistens auch nervig. Ich mag Obi-Wan und seinen Meister Qui-Gon Jinn, finde ich völlig in Ordnung auf der guten Seite. Die von den Bösewichten finde ich bloß einen, der hier aufgrund dessen, dass er CGI eingefügt wurde, ziemlich heruntergeredet wurde, nämlich General Tarkin. Finde ich als einzigen Bösewicht wirklich, wirklich krass. Ich fand den total überzeugend. Ich fand den sehr, 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 sehr fies und allein schon durch diese Ausstrahlung. Also ich hätte lieber einen Film komplett mit diesem Bösewicht gesehen. Gut, aber bevor ich mich noch weiter verrenne, ich rede jetzt, glaube ich, schon seit 8 Minuten darüber, springen wir mal zum nächsten. Denn es ist ein Film auf DVD erschienen, den ich im Kino leider verpasst habe, nämlich Now You See Me oder Die Unfassbaren Teil 2. Die Fortsetzung von einem Film über Showmagier, die reichen Menschen das Geld aus der Tasche ziehen, die einmal Scheiße gebaut haben. Und der ist cool. Es passiert noch mehr Bullshit als im ersten Teil. Man hat den weiblichen Hauptcharakter ausgetauscht gegen eine, die definitiv mehr im Gedächtnis bleibt, weil sie einfach ziemlich, ziemlich nervig ist. Aber man spielt gut mit den Elementen des ersten Teils. Es bleibt spannend. Die Effekte sind cool. Aber wie gesagt, der ist noch unglaubwürdiger als Teil 1. Und trotzdem stört es mich nicht. Okay. Kann ich auch definitiv empfehlen. Wenn man Spaß am ersten Teil hatte, wird man am zweiten definitiv auch Spaß haben. Und Daniel Radcliffe in einer bösen Rolle zu sehen. Ja, ich spoilere, dass Daniel Radcliffe der Böse in dem Film ist. Ist einfach sau, sau cool. Okay. Cut. So, an der Stelle war ein kleiner Cut. Ich musste mal kurz weg. Fahren wir mit den Filmen fort. Zuerst noch einen, den ich habe die
ein bisschen unterteilt. Die ersten beiden waren Filme, also der eine war halt einer, den ich im Kino gesehen habe. Dann kamen zwei, die ich ziemlich gut fand, nämlich eben Die Unfassbaren und jetzt noch The Nice Guys mit Russell Crowe und Ryan Gosling in der Hauptrolle. Ein Film über einen Privatdetektiv, einen Typen, der Leuten auf die Fresse haut und einen Pornodreh, hinter dem anscheinend ein bisschen mehr steckt. Ist eine Buddy-Cop, also quasi wie eine Buddy-Komödie, nicht Cop-Komödie, sondern einfach so ein ungleiches Duo, was sich allerdings zusammenreißt. Der eine ist ein totaler Loser und der wahrscheinlich schlechteste Privatdetektiv der Welt, denn der Typ besäuft sich ständig und hat keinen Geruchssinn. Großartig. Also hatte ich viel Spaß, haben das Ganze in den 70ern angesetzt in Los Angeles. Und wodurch dann halt viele Filmpartys und Produzenten und sowas zu sehen sind. Man ist auf einer Party von so einem Pornodreh, Pornoset gewesen. Nicht, Quatsch, auf einer Party von einem Pornoproduzenten, der anscheinend sehr, sehr erfolgreich ist. Was einfach für absurde Szenen sorgt, weil die kleine Tochter Holly mitkommt die ganze Zeit und sich damit einschleicht und dort einfach ständig mit irgendwelchen Leuten redet. Es ist schräg. Es ist ein sehr schräger Film, ein sehr witziger Film. Und es ist ein bisschen verschwurbelt, aber ich finde, das muss einfach auch eine Krimi-Comedy-Mischung irgendwo sein am Ende. Macht definitiv Spaß, kann ich auch weiterempfehlen. Nun komme ich zu drei Filmen, die eine Sache gemeinsam haben. Merkwürdige Effekte. Ich fange mal mit dem von den dreien an, den ich noch am besten fand, nämlich Warcraft The Beginning. Ist die Verfilmung der quasi Storyline aus dem allerersten Warcraft-Spiel, dem Strategiespiel, nicht World of Warcraft. Und die Orks kommen aus ihrer Welt nach Azeroth zu der Welt, zur Welt der Menschen und sorgen dafür natürlich erstmal für Chaos, überfallen Dörfer und so weiter. Denn ihre Welt wurde zerstört durch eine Magie namens das Fell, was im Deutschen natürlich akustisch ein bisschen scheiße ist. Und wo man dann so nach und nach erfährt, ja, also der Gul'dan, der Priester von ihnen, der das hauptsächlich nutzt, dass anscheinend diese Energie dem nicht nur ihn wahnsinnig macht und die damit beseelt werden, sondern auch zusätzlich das Land verdirbt, auf dem diese Magie genutzt wird. Und es entwickelt sich eine Story, dass einerseits einer der Anführer eines Ork-Clans nicht ganz mit dem Ganzen einverstanden ist und merkt, dass da was schiefläuft, eine verfluchte Ork-Dame, wirkt sowas wie ein Halbblut, könnte man sagen. Wird von den Menschen gefangen genommen und redet viel mit denen und da passiert einiges. Ein Magier wird gefangen genommen, der dann permanent irgendwie immer ein bisschen belächelt wird, auch wenn er den Großmeister, den Wächter dieser Welt kennt, der im Laufe der Zeit auch noch verdorben wird. Und es gibt noch die Story des menschlichen Kommandanten, der das Ganze auffällt und sehr, sehr skeptisch ist und am Ende natürlich dafür sorgt, dass alles so halbwegs funktioniert. Also er ist der Held der Story. Und ich muss sagen, er war mir einfach wahnsinnig egal. Ich gucke mal kurz, wie er heißt. Anduin. Ist das an? Ja. Anduin Lothar müsste er sein. Er war mir einfach den ganzen Film wahnsinnig egal. Ich hatte kein Interesse an ihm. Dorothan auf der Seite der Orks hingegen fand ich ganz, ganz passabel. Das war völlig in Ordnung. Hauptsächlich hatte ich allerdings Interesse an Khadgar, dem gefangen genommenen Magier, der, wie gesagt, wurde irgendwie ständig blöd von der Seite angemacht, obwohl er super hilfreich war. Das habe ich nie ganz verstanden, was das sollte. Gespielt von Ben Schnetzer. Wer ist denn Ben Schnetzer? Kennt man den irgendwoher? Ich nicht. Nein, ich kenne den nicht. Er hat in dem Snowden-Film mitgespielt. Ja. Kann ich, also der hat seine Sache eigentlich ganz gut gemacht und
hatte auch, wie gesagt, durch diese Verbind als dieser Verbindungsmann zwischen dem Wächter und dem Königreich war er einfach eine sehr interessante Figur, die überall aufgetaucht ist und versucht hat, irgendwie mitzuhelfen. Und das fand ich eigentlich ganz geil. Warum habe ich den in diese Liste gesetzt, dieser drei Filme mit den Merkel? Also, im Gegensatz zu vielen Leuten, denen ich mal zugehört habe, wie sie über den Film geredet haben, sind mir einige der Fehler oder der Merkwürdigkeit nicht aufgefallen, dass man anscheinend immer sehr gut sieht, auf welcher Ebene welche Animation abläuft und dass das alles sehr unwirklich wirkt. Ich finde, einen Großteil der Zeit, zumindest bei den wichtigeren Orks, ist mir das nicht bewusst geworden. Aber lustigerweise beim Hauptbösewicht Gul'dan, der sah sehr, sehr falsch aus. Der passte da irgendwie nicht rein. Und den, ja, war insgesamt nicht so toll. Die Magieeffekte hingegen waren top, also wirklich überragend geil. Die sahen großartig aus, aber dann teilweise das, aber lustigerweise hauptsächlich die von Khadgar und dem Wächter, während die Felleffekte eher so mäßig aussahen und gerade an den Bäumen wirkt es teilweise sehr, sehr falsch. Naja, war halt so gemischt und den Eindruck, den es hinterlassen hat, ist auch gemischt, aber ich fand den ganz nett und ich werde, falls noch ein zweiter kommt, mir den auch gerne ansehen. War nicht scheiße. War aber, wie gesagt, auch nicht überragend oder irgendwas. War halt einfach sehr, sehr durchschnittlich, aber ich hatte Spaß. Nicht so viel Spaß hatte ich mit X-Men Apocalypse. Ich mag die X-Men-Filme eigentlich alle sehr, sehr gern. Ja, auch X-Men 3, auch wenn der sehr überfrachtet ist, kann ich immer irgendwo noch was abgewinnen, auch wenn ich ihn auch berechtigt zu seinem Ruf nicht ganz so toll finde, wie die anderen. Und ja, ich mag auch X-Men Origins, Wolverine, der mag eigentlich sogar ziemlich gern. Auch wenn ich auch da verstehe, wo das Problem bei vielen liegt. Apocalypse, ja, ist ein mächtiger Mutant namens Apocalypse, der seit Jahrtausenden eigentlich existiert und immer wieder seinen Körper wechselt. Und dadurch auch irgendwie gefühlt alles kann. Man kommt auf die Erde zurück, wurde im alten Ägypten begraben, unter allem aber doch noch gerettet von einer seiner vier Reiter. Ja. Und wie drücke ich es am besten aus? Ja, wie gesagt, irgendwelche finden diese Pyramide, diesen Pyramidenteil, unter dem er damals begraben wurde, dadurch lösen dadurch irgendwas aus. Anscheinend sind sie auch geistig irgendwie darauf geprägt worden. Also die schienen alle ein bisschen besessen zu sein und dadurch kommt er zurück und sucht sich seine neuen Streiter. Das sind am Ende Storm, die da eine Art, ja, Rebellen ist in irgendwo in Afrika. Ich bin mir nicht sicher, ob das denn immer noch Ägypten ist. Angel, der am Anfang eigentlich eine sehr coole Geschichte hat, dass er halt in so einem Käfigmatch immer gegen Leute antreten muss und also für irgendwelche Leute, die ihn mal entführt haben, antreten muss und hat sehr viel Eigencharakter im Gegensatz der letzte Widerstand. Verliert er komplett, nachdem er bei Apocalypse ist. Dann, und jetzt muss ich mal nachgucken, wie sie heißt. Wie zur Hölle? Nee, das ist wer anders. Nein. Ich meine die mit den Lasern. Steht hier irgendwo Psylocke. Die kommt auch noch dazu. Die hat vorher für einen Mutanten gearbeitet, der ein Albino ist, der auch in Logan auftauchen wird. Finde ich jetzt so schnell anscheinend nicht. Und
sehe ich hier gerade in der Liste nicht. Auf jeden Fall hat sie für ihn gearbeitet. Apocalypse kommt dort an. Sie will ihn aufhalten, will nicht, dass er ihrem Chef was tut. Und er gibt ihr neue Kräfte und sie geht einfach mit. Und sie hat das schlechteste Kostüm, was ich je in einem dieser Filme gesehen habe. Wirklich, es ist das Niveau von recht guten Cosplayern. Und das haben diese Kostüme sonst eigentlich nicht an sich, die in solchen Filmen zu sehen sind. Das ist, finde ich kacke. Also finde ich wirklich kacke, dass das so drin ist. Und sie hat auch einfach eines der schlimmsten Kostüme allgemein, auch so vom Designer, das ich je gesehen habe. Und natürlich noch Magneto, der dann auch mitgeht und natürlich eine Rolle bekommt von, ja, ich mach da zwar mit und er hat mir viel eingeredet, nachdem seine neue Familie letzten Endes umgebracht wurde durch einen blöden Unfall. Er hat einen Unfall verhindert, dadurch wurden seine Kräfte bekannt und dann haben sie ihn gestellt und ist alles den Bach runtergegangen. Eigentlich so seine übliche Geschichte, aber muss sagen, war sehr flach von der Idee her, aber gut umgesetzt. Also er hat einen das wirklich spüren lassen, wie das für diese Figur ist. Und aufgehalten werden sie am Ende von dem üblichen Professor Xavier, Beast, Mystique, aber auch von Cyclops, den sie hier zum dritten Mal jetzt neu haben, gespielt von Ty Sheridan, der das eigentlich recht cool gemacht hat, von Jean Grey, die einfach mal alles rauslässt, von Quicksilver und von Nightcrawler. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Sie haben Nightcrawler zurückgeholt, haben ihm so ein ziemliches Emo-Design gegeben. Das ist der Junge aus Let Me In. Ah, sau cool. Also der wurde von Cody Smith McPhee gespielt und war eins der Highlights des Films. Und das ist auch alles gut, was wir mit ihm gemacht haben. Aber ich habe das Gefühl, also Mystiques Kostüm oder Optik war schlechter, die ganzen Effekte sahen billig aus. Es war komisch und die Handlung war auch nicht die allerbeste am Ende. Auch so gegen Ende hin war da viel, viel Quatsch und ich weiß nicht, wo genau das Problem des Films ist, aber es ist eins vorhanden. Und es war, wie gesagt, es war entweder zweitschlechtes oder schlechtes. Ich musste Last Stand nochmal gucken, um das genau beurteilen zu können, welchen von beiden ich weniger mag. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe alle anderen hier in so einer Collection und den hier werde ich mir, glaube ich, einfach nicht holen. Ach ja, der Albino hieß übrigens Caliban. Gut. Nächster Film, Gods of Egypt. Ja, ein Typ namens Beck will seine Freundin wiederbeleben, nachdem, müssen wir erst anders anfangen. Seth kommt, tötet seinen Bruder und nimmt seinem Neffen die Augen raus, wodurch er dann die Macht über alle hat, weil er anscheinend super mächtig ist und irgendwelche Schilde hat, die gegen Götter helfen. Und alle Menschen werden quasi zu mehr oder weniger Sklaven. Ein Junge namens Beck und seine Freundin namens Zaya treffen sich trotzdem immer noch und sie findet was heraus, wo eins dieser Augen liegt oder anscheinend beide und er soll es holen, soll Horus zurückholen, damit die Welt gerettet wird und sie geht sie dabei schon drauf? Also auf jeden Fall stirbt sie irgendwann und Horus verspricht ihr, dass er ihm helfen wird, dass er sie zurückkriegt und ja, er betrügt ihn die ganze Zeit damit und er darf nur mit, weil er ein paar Informationen hat, die Horus gebrauchen kann und am Ende machen sie Seth platt, der sich alle Macht von überall einverleiben wollte, um so einen großen, bösen, weltenfressenden Wurm zu holen, der lustigerweise als einziges im Film ziemlich gut aussah, von den Effekten her. Und ja, der Film ist sehr, sehr bla. Der hat hier 5,5 von 10 Punkten. Metascore von 25%. Das finde ich realistischer. Der Film ist mies. Der Film ist echt mies. Die Hauptcharaktere sind irgendwie alle unpassend gewählt. Man hat Nikolai Coster-Waldau, also Jamie Lannister als Horus.
Das ist alles nicht so geil. Also jetzt mal ganz ehrlich, man hat. War das? Moment. Geoffrey Rush. Man hat Geoffrey Rush als. Verdammt. Oh, verdammt, wie heißt er denn? Jetzt komme ich nicht auf den Göttervater der ägyptischen Mythologie. Als Ra. Ja, zwei Buchstaben fallen mir nicht ein. Großartig. Ja, also. Der tut mir so leid, dass er in diesem Scheißfilm dabei sein musste, ganz ehrlich. Also kann ich niemandem empfehlen. Und Jared Butler als Bösewicht. Also, ich will Jared Butler noch nicht mal als Nebenrolle in einem Film sehen und dann auch noch mit so viel Screentime. Naja. Okay. Nächster Teil: japanische Filme. Als erstes habe ich mit Hawk zusammen The Garden of Words gesehen. Ein Film von Makoto Shinkai, den ich hier schon ein paar Mal lobend erwähnt habe. Auch wenn 5 cm per Second ziemlich eigenartig ist, sind die restlichen Filme doch alle sehr, sehr schön. Und The Garden of Words ist ein fantastischer Kurzfilm. Und mit Kurzfilm meine ich wirklich kurz, der geht gerade mal 46 Minuten. Über einen jungen Schüler, der gerne Schuster werden möchte, und eine Frau, die er immer an Regentagen in einem Pavillon in einem Park trifft, die dort Schokolade isst und Bier trinkt und anscheinend irgendwie irgendwelche Probleme hat. Und er erfährt später, dass sie Lehrerin war und aufgrund von Problemen, die ihn ein Schüler gemacht hat, beziehungsweise eine Schülerin, weil sich der Schüler in sie verguckt hat und die Freundin daraufhin eifersüchtig geworden ist und Gerüchte gestreut hat, die dazu geführt haben, dass das alles in die Brüche gegangen ist. Vor allem, weil die Frau verheiratet war. Es ist sehr tragisch, es ist zwischendurch, es ist, also wie gesagt, sehr, sehr emotional, schön umgesetzt und audiovisuell einfach ein wirkliches Fest. Dieser Film ist unglaublich schön. Ich meine, die Makoto Shinkai-Filme sehen alle gut aus, außer 5 cm per Second, zumindest was da die Figuren angeht, dass die sind da noch nicht sonderlich ausgereift. Aber dieser Film setzt dem Ganzen echt nochmal einen oben drauf. Auch wenn er recht teuer ist, wirklich. Da, wenn ihr ein gutes, kurzes Drama haben wollt, was auch ohne richtige Schauspieler fantastisch funktioniert. Also es ist einer der erwachsensten Zeichentrickfilme, die ich je gesehen habe. Und der ist großartig. Wirklich. Als nächstes, ja, Hard Cut. Lady Snowblood, die Vorgeschichte, nicht die Vorgeschichte, die Inspiration für Kill Bill. Ich wollte mir den immer mal ansehen. Ich habe vor Ewigkeit mal irgendwann mir die Manga geliehen. Ich weiß gar nicht mehr wo oder von wem, auf denen das basiert. Und ich fand Kill Bill immer scheiße. Ich fand ihn immer richtig schlecht und wusste noch, dass der Manga eigentlich ziemlich geil war und wollte deswegen mal die Verfilmung, die Quentin Tarantino inspiriert hat, mir ansehen. Und der Film ist von 1973 und der ist sehr japanisch und hat ein bisschen mehr von einem, hat an vielen Stellen was von einem Theaterstück. Also es gibt sehr viele Szenen, die keine richtigen Übergänge haben. Es wird wirklich immer so wie Vorhang runter, Vorhang rauf und nächste Szene. Man hat viele Close-ups auf die Blicke der Schauspieler. Die Hauptdarstellerin Meiko Kaji, die hier die Yuki spielt, das Kind der Rache, ist da sehr, sehr bezeichnend, gerade weil ihre Blicke ständig eingefangen werden. Worum geht's in Lady Snowblood? Eine Frau gebärt im Gefängnis ein Kind und stirbt, und ihre Rachegelüste sollen in dieses Mädchen übergehen. Denn ihr Mann wurde ermordet von 4 Leuten, die dann nur ein Dorf ausgeplündert haben und die Leute angelogen haben in Bezug auf das, woher dieser Kerl kam und wofür er da war. Sie haben sich diese Frau zur Gespielin gemacht, sie hat daraufhin einen von ihnen umgebracht, wurde dafür ins Gefängnis gesteckt und ihr Kind soll die Leute ausfindig machen und sie töten. Dafür wurde sie von einem Priester und einer Taschendiebin ausgebildet. Der Priester ist aus irgendeinem Grund ein guter Schwertkämpfer gewesen.
Und sie zieht los. Und es ergibt so einen Rachekreislauf, da sie dann natürlich auf, dass einer von denen eine Familie hat und die Tochter sie dann jagt und so weiter. Das ist interessant, es ist sehr intensiv gespielt, aber gewöhnungsbedürftig. Es ist recht gewöhnungsbedürftig, es ist sehr altmodisch, aber ich hatte meine Freude an dem Film. Auch wenn man es irgendwie gefühlt eher wie eine kleine Doku hat, die dann so nachgestellt wurde, da man immer so eine Zusammenfassung bekommt, was denn dort passiert ist. Und das ist einfach so dieses Doku-Overlay, was man mit diesem Docutainment-Film hat. Aber ja, interessant. Ich habe heute festgestellt, es gibt einen zweiten Teil. Den werde ich irgendwann noch nachholen. Und ich werde mir auch die Manga nochmal besorgen, um zu gucken, ob die wirklich so gut waren, wie ich sie in Erinnerung habe. Letzte. Yakuza Apocalypse. Und eine Stunde 55 Minuten kompletter Wahnsinn, würde ich diesen Film beschreiben. Es ist sehr, sehr merkwürdig. Es ist sehr, sehr, sehr merkwürdig. Es geht um Yakuza-Vampire. Also, das sind Vampire und wenn die Leute beißen, werden die so aufmüpfig wie so Klischee-Yakuza aus Filmen. Aber diese greifen keine Yakuza an, weil die anscheinend schlechtes Blut haben. Und am Ende kämpft er gegen einen Frosch, der dann einen riesigen Frosch heraufbeschwört. Und es ist ganz, ganz viel Quatsch. Der Film ist von Takeshi Miike. Und also, wenn man wirklich mal völlig verwirrt sein will von einem Film und trotzdem Spaß haben will, ist der sehr, sehr empfehlenswert. Das ist, ja, es ist ein ganz besonderer Film mit ganz besonderen Bedürfnissen. Hier steht ein Typ, Knitting Man Being Stepped on the Foot. Also ein Typ, der auf den Fuß getreten wurde. Das ist der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neunte Eintrag in dieser Übersicht. Ich kann nicht viel über diesen Film sagen. Ich werde mal einen Audio-Kommentar, glaube ich, mit Tobias machen. Das würde sehr, sehr lustig werden. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Es taucht irgendwann ein Priester auf und ein Kappa und es ist so ein Quatsch. Dieser Film ist absoluter Quatsch, aber er macht Spaß. Jetzt habe ich noch zwei Filme, die hat mir eine Kollegin geliehen, die etwas. Das eine ist ein Thriller, das andere ist mehr oder weniger Horror-Mystery-Film. Das erste ist Womp mit Eva Green und Matt Smith, den ich jetzt persönlich nicht kenne. Auf einer Insel lernen sich zwei Kinder kennen und mögen sich anscheinend direkt von Anfang an sehr, sehr gerne. Und sie muss allerdings mit ihrer Mutter nach Japan und irgendwie 20 Jahre später oder 15 Jahre später kommt sie wieder. Und sie erkennen sich auch beide relativ auf Anhieb direkt. Und er ist mittlerweile Ökoaktivist, sie ist Programmiererin für was war das, Sonden, also so die Beschaffenheit von Böden und ob da Bodenschätze drin sind, dafür ist sie verantwortlich. Sie wollen los zu einer Aktion, die eine Organisation behindern soll, die Leute klont und Sachen künstlich erschafft und so weiter. Und halten an, und weil sie mal muss, und er wird dabei überfahren. Und nach einiger Zeit, nachdem sie auch mit den Eltern geredet hat und von dem Vater die Zustimmung bekommen hat, gebärt sie einen Replikanten, einen Klon ihres Geliebten und kümmert sich um den. Und es ist sehr, sehr befremdlich, weil sie dieses Kind halt von Anfang an so behandelt, wie ich weiß, wer du bist, und ist dann eifersüchtig, als er später mit seiner Freundin ankommt. Es sind sehr viele komische Sprünge drinne, die Szenen wechseln sehr, sehr hart. Und gerade die Szenen in der Kindheit sind wahnsinnig komisch anzusehen. Also das, was er machen will, ist an und für sich nicht schlecht, aber er bringt es nicht so richtig rüber.
ich kann das auch ganz schwer beschreiben. Also soll halt diese unsterbliche Liebe symbolisieren. Er rastet am Ende aus. Sie haben doch noch mal, obwohl sie ja trotzdem irgendwo seine Mutter ist, Sex und er haut ab und sie altert optisch auch irgendwie gar nicht in der ganzen Zeit und das ist sehr, sehr komisch. Wie gesagt, es ist nicht scheiße, es ist aber sehr, sehr eigenartig. Der letzte, und den habe ich vor ungefähr einer Stunde zu Ende geguckt, der Amityville Horror. Ein Film mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Und Ryan Reynolds hat ja anscheinend nur zwei Typen, die er spielt: Lackaffen und Psychos. Okay, und der hat Green Lantern gespielt. Was man zu Psychos zählen könnte. Zumindest die Comic-Varianten. Ja, die George Lutz und Katie Lutz sind ein Paar und sie hat drei Kinder aus erster Ehe. Eine davon gespielt von Chloe Grace Moretz, die echt die schlimmste, also wirklich, die muss komplett kaputt sein. Die hat echt in fast nur komplett kaputten Filmen mitgespielt. Da, Invisible Horror, Zombies. The Eye war, glaube ich, auch irgendwas ziemlich Schlimmes. Dirty Sexy Money, irgendeine Serie, wo sie mitgespielt hat. Mit 15 oder so. Also, ich meine, ich mag sie als Schauspielerin, aber ich glaube, die ist ein bisschen kaputt mittlerweile. Sie finden ein Haus, in dem mal einer seine ganze Familie umgebracht hat. Das ist dadurch aber sehr günstig und sehr groß und recht schön und ziehen dort ein. Und George Lutz, gespielt von Latz, wie es gesprochen wird, von Ryan Reynolds gespielt, beginnt dort Stimmen zu hören und langsam durchzudrehen. Und die Tochter Chassie beginnt andere zu beginnt ein Mädchen zu sehen und sich mit ihr zu unterhalten. Und ja, es ist so ein geistiger Verfall von denen und am Ende ist es wirklich so klischeehaft es war ein Irrenhaus, ein Klischee, in dem Indianer umgebracht werden. Zweites Klischee. Ich finde das sehr, sehr, sehr lustig. Das war genau, also wirklich, das, so, ja, Indianerfriedhof. Nein, nein, Friedhof, das geht nicht. Das ist so ausgelutscht. Ein Irrenhaus. Aber Indianer. Ja, das ist es. Und das war ein Priester, der die umgebracht hat. Also wirklich, das ist, das ist so Klischee, man hat eigentlich dadurch. Ich weiß nicht, ob das in dem Buch von J. Anson auch schon so war, aber es ist eigentlich schon sehr, sehr makaber. Es ist eine Neuverfilmung von einem Film von 79. Ich schätze mal, dass der damals dann schon genauso war. Ryan Reynolds macht das nicht verkehrt, also die schauspielerische Leistung ist bei allen nicht verkehrt, aber gerade dieses Ende dann, also jedes Mal, wenn die Hauptfigur vom Haus weg ist, geht es ihr gut. Aber er will dann doch nicht weg, weil er ja mehr oder weniger sowas wie besessen ist. Und ja, das ist komisch. Das ist ein sehr, sehr komischer Film. So richtig gruselig ist der auch nicht. So richtig gut auch nicht, aber wie gesagt, die Schauspieler machen es nicht verkehrt. Die sind eigentlich alle ganz gut besetzt. Und der arme Junge heißt Jesse James. Butterfly-Effekt. Oh, okay. Interessante Auswahl. Ja, das waren alle Filme. Ich habe noch ein paar gesehen, aber die kannte ich alle schon. Was ich kurz erwähnen möchte, ist die Remastered-Fassung von The Blues Brothers, die jetzt auch erstmals komplett, also auch die 13 oder 15 rausgeschnittenen Minuten auf Deutsch erschienen sind. Der ist sehr schön restauriert, sowohl Ton als auch bildtechnisch. Kann ich jedem Fan der Filme empfehlen. Die Collector's Edition, die ich geschenkt bekommen habe, ist mittlerweile leider aufgrund von, wie nennt man die, Scalper? Also die Leute, die das aufkaufen und dann teuer weiterverkaufen, viel zu teuer, auch wenn sie sehr, sehr schön ist. Und tolle kleine Requisiten drin sind, wie zum Beispiel eine Visitenkarte von Murphy the Magic Tones, was ich einfach ein schönes Detail finde.
Aber naja, es gibt sie ja auch nochmal als normale Variante, die Remastered-Fassung. Und wie gesagt, wer Blues Brothers mag, wird hiermit sehr zufrieden sein. Ich bin es definitiv. Und ich fand das gestern toll, den mal wieder zu sehen und den auch mal in so Farbenpracht. Also das ist ja wirklich einer der Hauptgründe, warum ich Blu-rays mag. Die Farben sind einfach besser. Und der ist sehr, sehr gut gemacht. Alles klar. Habe ich viel, 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 viel zu lange geredet. Und ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich das nicht mit Kamera gemacht habe. Da hätte ich auch den Cut nicht machen können. Doch, doch, geht. Egal. Bevor ich mich weiter verzettle, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Ich lasse jetzt einen Ausblick auf 2017, worauf ich mich freue, mal raus. Das ist, glaube ich, unnötig jetzt nach der Zeit. Das hat sich eh keiner angehört. Also, gehabt euch wohl und ein schönes 2017. Euer Semni.